Grüß Gott zusammen. Ja, man hört immer wieder davon, dass unsere Gesellschaft heute so angstbesetzt ist. Die Leute treibt vieles um, gibt natürlich auch gute Gründe dazu. Aber wohl war das schon immer so, und so hören wir natürlich auch im Evangelium von stürmischen Erfahrungen, die die Jünger im Boot machen müssen. Und Jesus schläft. Gott schläft, heißt es ja auch immer wieder. Aber dann wird der Wind gestillt, es geht wieder normal dahin, man kann sich des Lebens erfreuen. Und Jesus wundert sich, habt ihr immer noch keinen Glauben? Ja, so einfach ist es natürlich nicht mit Vertrauen, mit Zuversicht und diesen Dingen. Ich glaube, das müssen wir immer wieder uns gegenseitig zurufen, gegenseitig erfahren. Und dazu dienen ja vielleicht auch unsere Gottesdienste, unsere Versammlungen und unsere Feiern. Es gibt auch das Singen als Erfahrung gegen die Angst. Und natürlich besteht es nicht nur darin, dass man irgendwas besingt, wovor man Angst hat, sondern dass man sich einfach auch mal umschaut, was gibt es alles Gutes und Schönes, und dass man dann ins Gotteslob einstimmt. Und das will ich mit dem heutigen Segen verbinden. Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde. Erfreue sich alles, was fröhlich kann werden, auf Erden hier unten, im Himmel dort oben. Den gütigen Vater, den wollen wir loben. Erdwasser, Luft, Feuer und himmlische Flammen, ihr Menschen und Engel, stimmt alle zusammen. Auf Erden hier unten, im Himmel dort oben, den gütigen Vater, den wollen wir loben. Ja, also schauen wir uns um in unseren Gärten, was da alles wächst und gedeiht. Genießen wir weiterhin den Fußball, wissen wir auch nicht, wie das weitergeht. Und sorgen wir füreinander, dass wir uns stärken, immer wieder trösten und auch aufbauen in der Zuversicht. Und dazu wünsche ich den Segen unseres guten Gottes für uns alle. Es segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute, es gibt wieder tolle Angebote in dem Verein. Schaut's vorbei. Auf Wiedersehen.